So, neuer Versuch, diesmal mit etwas hellerem Bild. Ja. Ja. Okay, jetzt kann man ja momentan noch super beruhigt sein, weil, wir wissen ja, wie das ungefähr abläuft, dass die gute Frau jetzt noch überhaupt nicht da ist und wo sie ungefähr auftaucht immer. Ich glaube, diese gewisse Linearität bei dem Ganzen macht es relativ berechenbar. Okay, kann ich eigentlich hier... Nee. 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 Ich kann in dieser Sequenz nicht irgendwie wegrennen. Was blöd ist. Weil das war ja, warum sie uns das letzte Mal bekommen hat. Aber ich glaube, da muss ich einfach vorher einfach sicher gehen, dass sie... dass sie schon weit weg von uns ist. Ja. Eigentlich ab diesem Moment sollte man, sich entscheiden, überhaupt, also, nicht nach unten zu gehen, sondern das Haus einfach so schnell wie möglich zu verlassen. Naja. Geht ja leider nicht. Also gehen wir runter. Ich habe schon wieder dieses mulmige Gefühl. Naja. Wie sieht denn eigentlich dieser Keller aus? Was ist denn hat? Was hat denn der für Räume? Ich meine, ich weiß ja, dass wir hier sicher sind. Momentan noch. Hier ist ein Raum. Was ein bisschen blöd ist, weil es nur ein Raum ist. Hier ist noch ein Raum. Hier. Mhm. Kommt man, okay, das ist also, dreht sich hier im Kreis. Also man hat hier so einen Rundgang. Was gut sein kann, oder auch nicht. Dann ist hier nochmal ein Raum. Okay. Und hier ist ja die Mörtel. Und was ich auch noch probieren wollte, war, ob sie uns überhaupt was antun kann, wenn wir ihr nicht in die Augen schauen. Wisst ihr was? Das möchte ich als allererstes nachschauen. Von dieser reinen Spielmechanik her. Einfach herausfinden. Nein. Einfach nur von der reinen Spielmechanik her. Uns wurde gesagt, don't look into her eyes. Ist es das, was uns umbringt, dass, wenn wir in die Augen schauen? Oder kann die uns auch... wenn wir sie nicht anschauen, umbringen. So. Hallo, Mörtel. Wie? Hä? Also, ne, mein Vater war letztens bei Obi, hat da, weil ich hatte so ein kleines Loch in der Wand, weil Patafix da ein bisschen so an Tapete abgerissen hatte. Nein, nicht Tapete, aber so ein bisschen verputzt und so. Na, da hat er sich auch einfach ein kleines Päckchen Mörtel gekauft. So, und die Mörtel, die weiß ich jetzt, ist hier. So. Ja. Okay. Okay, also sie kann uns was anhaben, wenn wir ihr nicht in die Augen schauen. Ja. Das ist gut zu wissen, denn jetzt weiß ich, dass diese Art der billigen Verteidigungstaktik nicht funktionieren würde. Weil sonst hätte ich das wahrscheinlich später gemacht. Und ich dachte eigentlich, dass die in dem Zimmer ist und nicht hinter uns. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, dass die hinter uns plötzlich aufgetaucht ist. Naja. Macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, wenn sie hinter uns ist. Immerhin. Ist das besonders gruselig. So. Ding aufbrechen. Es ist aber dann mies, wenn man, also, ich meine, klar, Horrorspiel basiert häufig darauf, dass man sich überhaupt nicht wehren kann. Und ganz ehrlich, für mich ist das irgendwie einfach der größere Horror irgendwie. Also bei so, ich meine, Spiel ist sonst auch kein Horrorspiel oder so. Aber so Splatter-Horror finde ich relativ, ja, red schon. Oh, schon fertig. So, Splatter-Horror finde ich irgendwie relativ lahm.
Ist eher so irgendwie, ich weiß nicht, so dieser atmosphärische Horror, der mich da irgendwie kriegt. Ich habe auch letztens so ein Spiel gespielt, das war überhaupt kein Horrorspiel. Aber es hatte einfach so eine krasse Atmosphäre. Und dann natürlich halt, wie jetzt in diesem Spiel, dass man keine Möglichkeit hat, sich irgendwie zu wehren gegen den Gegner. Aber das ist halt auch bei anderen Spielen so. Und es ist halt irgendwie dieses Gefühl der Ausgeliefenheit. Dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, dem, ja, Bösen, was hier jetzt gerade da auf uns, ist auf uns abgesehen hat, dass man überhaupt nichts tun kann, außer wegzurennen und zu hoffen und beten, dass man nicht entdeckt wird. Das finde ich ist. Ja, komm schon. Ja. Das finde ich eigentlich auch mega, mega, mega gruselig immer. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Waffe hätten und wir hätten nicht eine Mörtel, sondern wir hätten irgendwie so, ach, ich weiß nicht, irgendwie so 10 Monster, die irgendwie uns ein bisschen so ein bisschen heimsuchen, so ein bisschen uns hinterherrennen und so. Ich glaube, das fände ich nicht so gruselig wie jetzt diese eine Mörtel, die wir nicht töten können. Naja, außer jetzt natürlich, es würde sehr auf Jumpscares basieren. Zum Glück hat sie sehr leuchtende Augen, das heißt, wir sehen immer sofort, wo sie ist, auch wenn sie im Dunkeln steht. Oh nein. Oh, der Score ist wieder angewachsen, das heißt, sie hat uns, kam uns sehr, sehr nah. Sie kam uns sehr, sehr nah. Ich meine, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, in den Keller. Aber ich will da noch nicht hin eigentlich, aber ich habe gerade keine andere Wahl, verdammt nochmal. Oh, verdammt, wieso kam die da plötzlich bei der Treppe raus? Okay, sie ist weg. Will ich kurz nachschauen? Eigentlich will ich nicht nachschauen. Bullshit, ich will nicht nachschauen. Ich weiß, ich brauche jetzt diesen goldenen Schlüssel. Und ja, muss dann wieder zurück in die Kapelle. Und dann hoffe ich, dass das Spiel. Verdammter Kack. Nicht so. Wo ist sie? Da ist sie. Ich hoffe, dass das Spiel relativ kurz ist auch. Fuck, fuck, fuck. Ich weiß auch nicht, ob ich hier einfach so wegrennen kann. Ich glaube eigentlich nicht, weil. Weil, ich meine, die verfolgen jetzt immer noch. Super. Ah, jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. Okay. Ausgetrickst. Mensch. Oh Mann, und ich wollte eigentlich in dieses Treppenhaus vorgehen. Hier, nach rechts. Vorhin schon. Weil ich mir dachte eigentlich, wenn ich hier durchgehe, ne, da ist ja, hat man ja dann auch so einen Rundgang, wo man quasi ein bisschen hier wegrennen könnte. Problem ist mir da eingefallen, die Tür ist ja verschlossen, wie man gesehen hat. Das ist der einzige Rundgang, der einzige Ort, wo es keine Sackgasse gibt, irgendwie. Wo es uns nicht einholen kann, ist da im Keller. Was ein ziemlich gruseliger Gedanke ist. Oh Mann, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock weiterzuspielen. Okay, Mörtel. Zeit, in deinem Zuhause eingesperrt zu werden. Was natürlich die kleine Plastiktube von Obi ist. Irgendwie mies, wenn man einen Sarg als eine Plastiktube von Obi bezeichnet. Aber, ne, also meine Särge sind ja im Grunde auch nur Aufbewahrungsbehälter. Man könnte auch große Metalldosen nehmen. Ja. Könnte man sicherlich, wäre nur wahrscheinlich ein bisschen nicht ganz so pietätvoll. Also, wie ging das jetzt nochmal? Ich sperre sie hier ein.
Okay. So, sie macht panische Geräusche. Und jetzt kam doch dieser eine Dings, dieser eine Jumpscare, wo ich mich beim ersten Mal total eingepisst habe. Oh fuck. Da ist sie schon. Nein! Ah. Okay, na das hat jetzt ja überhaupt nicht funktioniert. Okay, nächster Versuch. Also, ne, historisch, ne, wurden ja eine Menge verschiedene Behältnisse benutzt, um Leute im Erdreich zu lagern. Zum Beispiel Baumstämme. Die wurden ausgehöhlt, ne, wie so Kanus. Also wie so Billigkanus, ne, nicht Billigkanus, aber so komische, ne, wie man sich das irgendwie so vorstellt von irgendwelchen, Urvölkern von vor tausenden von Jahren, die das erste Mal irgendwie, über irgendwelche Flüsse und Seen gepaddelt sind. Wurden dann ausgeholt, dann wurden die Leute reingelegt. Meistens noch irgendwelche, weiß nicht, irgendwie ein bisschen was an Waffen und Schmuck irgendwie drauf verstreut. So ein bisschen wie Zimt auf den Milchreis. Ja, und das war dann das war dann so der Sarg. So wurden die dann vergraben. So. Schade, dass man das nicht mit Mörtel gemacht hätte, denn wenn man die gute Mörtel damit ordentlich viel Mörtel reingeht. Na, ich hör auf mit dem Witz, das ist scheiße. Wenn man. Wenn man sie irgendwie. Na, wenn da irgendwie eine Menge an Zeug drauflegt, dann käme die gute ja gar nicht mehr raus. Oder man würde sie deutlich eher hören. Wo ich allerdings nicht weiß, ob das nicht den ganz nochmal einen Gruselfaktor extra geben würde, wenn man sie irgendwie mega, mega gut hören würde. Irgendwie so, es ist still und plötzlich so ein Rasseln von irgendwelchen Ketten. Ist ja auch etwas, was man mit Geistern und so verbindet. In so, bei so Geistergeschichten. Also, ja, Kettengerassel. Hm. Ich frage mich aber, wie wir die gute eigentlich dann. Wie wir die gute eigentlich letztendlich irgendwie besiegen oder so wollen, in irgendeinem Sinn, ob wir das überhaupt machen oder ob wir einfach nur fliehen und dann fertig. Weil, einsperren einfach so geht ja offensichtlich nicht. So. Dies war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Und das hier. Eine Tür, die nicht reagiert. Okay. Rein in die Kapelle. So. Hallo, Mörtel. Und ciao, Mörtel. Jetzt ist die Sache. Ich frag mich, ich meine, ich mach's jetzt einfach so wie vorhin. Geh in den Keller, lauf zweimal im Kreis. Das hat dieses Mal funktioniert. Okay. Oh, das ist mies. Ich dachte, die kann sich nicht teleporten. Oh, gut, das ist weg. Oh. Fuck, folgt ihr einem immer nur eine gewisse Zeit oder wie läuft das? Aber wir haben auch gesehen, dieses Mal war sie recht langsam. Vorhin war sie auch recht langsam immer. Außer da, wo sie dann so panisch wurde, wo sie dann mit roten Augen gefolgt ist. Also da muss ich wahrscheinlich echt einfach versuchen, so schnell wie möglich wegzugehen, oder was? Weil ich kann ja mich nicht irgendwo verstecken, da kommt ihr sofort her. Ja. Das wäre ziemlich doof. Ach so, stimmt, jetzt muss ich ja wieder erstmal den goldenen Schlüssel nehmen. Die denn jetzt? Oh, von da. Ja,
Aber ich weiß nicht, was eine gute Verstecktaktik ist. Ich meine, dieses Haus hat eine Menge so kleine Ecken hier, gerade auch im Keller. Kann ich da mich verstecken? Weil ich sehe gerade einfach, dass die auch ein bisschen mich aufholt. So wie ich ja, so die Zeug höre und der Score ein bisschen hochgeht. Oh, Mann, 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 Mann. So, und ich weiß, ich bin auch ihr schon einmal ausgewichen, indem ich mich einfach in eine Ecke gestellt habe. Aber ich weiß nicht, ob das nicht so ist, dass sie sowieso nach einer Weile aufhört zu suchen oder so, oder wie das abläuft. Sische Kreuz. Vielleicht könnte man das machen, sie kreuzigen. Dann könnte sie sich nicht mehr so einfach bewegen, weil sie dann immer das Kreuz hinter sich herschleppen müsste. Boah, ich dachte, da wäre sie gerade. Andererseits bei gewissen anderen Leuten der Geschichte hat das mit dem Kreuz ja auch nicht so funktioniert. Die waren ja danach dann immer noch relativ quick lebendig. Von daher, wahrscheinlich eine schlechte Idee. Dann eher doch verbrennen. Oder irgendwie mehr teilen. So. Jetzt sind wir wieder so weit wie vorhin. Fuck, ich habe nicht gelesen, was schon auf dem Dings drauf. Irgendwas V1, oder? Room V1. Könnte auch römisch 6 sein, aber ich glaube, das sah eher wie ein V1 als wie VI aus. Uiuiui. Ich werde, glaube ich, einfach mal ein paar Türen durchprobieren müssen oben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Türen alles verschlossen waren. Ach so, nee, das steht darauf. V, Room 1. Was ist V? Und welcher Raum ist Raum 1? Das ist V-Room? Ach, Visitation Room. Gab es nicht so einen Visitation Room? Ja. Es gab nämlich noch einen Visitation Room. Irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich den mir mit euch angeschaut habe oder ob ich den mal beim ersten Mal. So, jetzt kommt der Jumpscare. Nicht. Aber jetzt kommt sie, oder? Jumped. Und da kommt sie wieder. Ja. Weiche ich der guten Frau hier aus. Die ist deutlich schneller. Deutlich schneller als normalerweise. Und wenn ich gleich zu der Tür gehe, dann hat sie mich. Das ist doch doof.